Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Brewmaster. Beer Brewing Simulator heißt ganz links oben. Wir werden uns heute mal in die Bierbrauerei einarbeiten und uns mal angucken, wie das funktioniert. Ich komme aus Bayern, besser gesagt aus Niederbayern. Ich habe keine Ahnung von Bierbrauen. What? Yep. Und ich bin mal gespannt, ob man hier was lernen kann. Die ersten Bewertungen des Spiels sind schon ganz positiv und offenbar auch sehr lehrsam. Also nicht die Bewertungen, sondern das Spiel. Und ich freue mich sehr darauf, euch das jetzt mal ein bisschen zeigen zu dürfen. Das Spiel ist mittlerweile schon erhältlich. Ihr könnt es auch selber schon ausprobieren. Und in wahrscheinlich so 1, 2 oder 3 Stunden werden wir hier als fachlich geprüfter Bierbrauer aus dieser Session gehen. Das Ganze hier aktuell im Livestream. Das heißt, nicht wundern, wenn ich ein bisschen mit dem Chat auch interagiere, wenn der Chat natürlich was schreibt. Und ansonsten würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir gucken mal rein. Ich habe mal die ersten 5 Minuten reingespielt, damit ich die Lautstärke einstellen kann. Ich hoffe, es passt alles gut. Bin sehr gespannt, was ich heute lerne. Das ist nicht wirklich stressig, das Spiel. Dann bin ich gespannt, weil wenn du keine Ahnung von der Tätigkeit hast und es dann auch noch stressig wird, dann wird es schwierig. Die Grafik sieht schon mal sehr cozy aus, ne? Sehr gemütlich aus hier. Es gibt 2 Modi, einen Meisterbrauer-Modus und ein freies Spiel. Und soweit ich jetzt gesehen habe, ist quasi Meisterbrauer sowas wie die Kampagne oder ein Tutorial auch. Das heißt, wir werden mit dem hier starten. Willkommen! Du bist dabei, deine ersten Schritte in der Welt des Heimbrauens zu machen. Einer Welt voller Kreativität, Entdeckungen und vor allem exzellenter Biere. Brauen ist eine Kunst mit endlosen Möglichkeiten. Es kann ein Leben lang dauern, es wahrlich zu beherrschen. Okay, meine Ambition, 1, 2 oder 3 Stunden hier zu lernen und dann Profi zu sein, offenbar doch sehr ambitioniert. Und doch ist es im Grunde wunderbar einfach. Ah, okay. Absolut jeder kann ein paar Zutaten in einen Braukessel werfen und ein schmackhaftes, durstlöschendes Bier brauen, das er mit Freunden und Familie teilen kann. Genau das solltest du also zuerst tun. Ab ans Brauen. Braue ein Bier nach dem Extraktbrauverfahren. Na, erste Wort schon gelernt, ne? Extraktbrauverfahren. Chef. Ja, dankeschön, Chef. Dann gucken wir mal, oder? Also, es sieht ein bisschen aus wie der Küchensimulator, der Cooking-Simulator, aber der Küchensimulator, der Cooking-Simulator, der ist meiner Meinung nach noch ein bisschen trashiger. Also, dieses Spiel hier nimmt sich schon auch, habe ich zumindest auf den Screenshots gesehen, sehr ernst, was so ein bisschen die Werte anbelangt. Natürlich nicht 100%, aber geht so in die Richtung, dass man schon auch was vermitteln will, ne? Oh, Kalender, sehr schön. Ja, wir gucken uns mal die Sachen dann später an. Wir werden bestimmt noch darauf hingewiesen. Es sieht auf alle Fälle fantastisch. Also hier würde ich schon ganz gern wohnen, ne? Das sieht schon echt sehr heimelig aus hier. Hier ist noch so der Kellerbereich. Die Tür. Kann ich leider nicht öffnen. Oh, doch. Jetzt bin ich ins Lager gegangen. Okay. Du hast kein Bier gelagert. Alle Biere, die du in der Zukunft lagerst, wirst du hier sehen. Okay. Wir gehen wieder raus. Also hier ist das Lager. Ich mache schon wieder Sachen, die ich eigentlich nicht machen sollte. Hier liegen dann wahrscheinlich irgendwelche Fässer noch da. Hier kann man sich schön waschen. Keine Ahnung. Wunderbar. Okay, also wir folgen mal ein bisschen dem Tutorial. Hier ist auch nochmal ein Kalender. Wunderschöne Küche. Unglaublich hoher Bereich hier. Das ist ja Wahnsinn. Da hätte man ja noch ein Stockwerk oben drüber setzen können. Hätten wir dann den Ventros oben reingesperrt. In den Dachboden. Okay, was muss ich machen? Heute backt er, morgen braut er, übermorgen klaut der Teufel der Königin ihr Kind. Also, braue ein Bier nach dem Extraktbrauverfahren. Brautopf klein aus dem Ausrüstungsregal herausnehmen. Ausrüstungsregal, okay. F. Auf dem Lagerbildschirm findest du Ausrüstung, Zutaten, die du besitzt, Gegenstände angezeigt. Jawohl, hängt davon ab, welchen Bereich des Lagers du geöffnet hast. Das Ausrüstungsregal enthält zum Beispiel Werkzeuge und Behälter. Ein Brautopf klein gibt es hier. Okay, den können wir rausnehmen. 25 Liter.
Hahn. Schläuche können am Hahn eines Behälters befestigt werden, hat er nicht. Aha. Hitzetolerant ist er und eine geringe Isolierung hat er. So, okay. Also wir nehmen den mal heraus und haben den jetzt bei uns im Inventar. So. Fülle den Brautopf klein mit 21 Liter Wasser. Okay. Spülbecken. Gegenstand reinigen. Okay, wir mit der linken Maustaste reinstecken. Und das habe ich beim ersten Mal kurz anspielt, habe ich schon gesehen. Man muss quasi den Deckel abnehmen. Ne? Es ist kein Selbstläufer. Nicht einfach hier den Topf rein und schon geht's los. Nein, man muss auch noch den Deckel abnehmen, um überhaupt was reinfüllen zu können. Gut, also wir brauchen 21 Liter brauchen wir. Okay, wir drehen mal den Wasserhahn auf. Und jetzt sieht man hier, wie viel hier reinläuft. Hier ist der Röntgenmodus, der uns die Daten nochmal anzeigt. Aber nur wenn ich die mit der Maus, wenn ich jetzt wegfahre mit der Maus, sehe ich leider nichts. Stammwürze, spezifische Dichte, Verunreinigung 1%. Ein bisschen der Trick, der kehrt auch dazu, ne? Wenn er versteht, was ich meine. Ungelöst, Temperatur 10 Grad, okay. So, das dauert jetzt sehr lange. Und Tipp, mithilfe der Uhr kannst du die Zeit beschleunigen. Also die T-Taste und dann die Mausrad-Taste nutzen. Dann kann man hier ein bisschen vorspulen. 21 Liter hat es geheißen, ne? Mal gucken, wie genau wir das jetzt hinbekommen. Ja. Zu blöd, weil man sieht es ja nicht, wenn man nicht die Maustaste drüber hält. Hopp. Wieso? Ach, T-Taste. Oh Gott. Wie viel habe ich jetzt drin? 21,41. Ach Gott. 0,41 zu viel. Na gut. Also merken, aus der Uhrzeit rausgehen, um zu interagieren. Zu wissen. Naja, 21,41 sind eigentlich 21. Na, es wird abgerundet. Erhitze den Brautopf klein auf dem Kochfeld. Nehm den jetzt wieder, ja. Nehm den wieder, pack den auf das Kochfeld. Ihr könnt das alles mitschreiben und dann zu Hause auch mal ausprobieren. Ne? Ich sag's ja nur. Oh, man kann den Topf noch drehen. Aha. Erhitze den Brautopf. Okay. Ah, jetzt steigt die Temperatur. 10,8 Grad. Eine Dose Malzextrakt aus dem Kombi-Kühlschrank herausnehmen. Kühlschrank. Kombi-Kühlschrank. Einige Zutaten müssen kühl gelagert werden, um ihre Frische zu erhalten. Diese befinden sich im Kombi-Kühlschrank. Die UI ist ein bisschen leise, ne? Man hört fast gar nichts, habe ich das Gefühl. Hört ihr das Brutzeln so nebenher? Malzextrakte sind sirupartige Flüssigkeiten mit vergärbarem Zucker, die von der Hefe während der Gärung in Alkohol umgewandelt werden. Außerdem verleihen sie dem Bier einen besonderen Geschmack. 2 Kilo eines beliebigen Malzextrakts. Amber oder heller Malzextrakt. Wir nehmen mal ein helles. Wir machen uns ein helles Bier. Keine Ahnung, ob das so der Fall ist. Hervorragend geeignet, ja, für helle Biere und Rezepturen. Amber ist für was? Malz, süßes Malz und Karamell. Ach komm, wir machen jetzt nicht so ein Schickimicki-Bier. Wir machen ein richtig deftiges, helles Bier hier. So, wir brauchen 2 Kilo. 2 Kilo. So. Jetzt habe ich da doch Amber. Brauche doch heller. So steht hier Amber Mold. Na gut, also wir schütten das mal rein jetzt. Hier zum Schütten einer Zutat schaue auf den Behälter, während du die Zutat hältst und drücke F. Aufhören zu füllen. Oh, mit dem Mausrad. Aha. Wie viel muss ich reingeben? 2 Kilo jetzt. Es geht aber jetzt fast daneben hier.
Es wird aber jetzt knapp mit dem Top 4. So, rein damit. Ach, ich habe jetzt habe ich noch mal, ich habe ja unten zwei sogar. Aufhören zu füllen. Jetzt habe ich doch Amber gemacht, oder? Beides Mal Amber. Nee, jetzt steht hier heller Malzextrakt. Also man darf nicht auf die Beschriftung achten. So, da ist aber jetzt noch 2 Kilo drin. Naja, egal. Einen Beutel Getreide zum Weichen aus dem Zutatenregal nehmen. Getreide. Getreide zum Weichen wird in Netzbeuteln aufbewahrt, welche beim Brauen leicht hinzugefügt und entfernt werden können. Es wird beim Extraktbrauen verwendet. Ich habe komplett den Faden schon verloren. Um dem Bier Geschmack, Körper und Farbe zu verleihen. 500 Gramm eines Getreides. Vienna Crystal oder Ultra Pale Crystal? Was wollt ihr denn? Eins oder zwei in den Chat bitte? Eins für Ultra Pale Crystal oder zwei für Vienna Crystal? Ultra Pale Crystal, Karamell und Honig und Vienna auch Karamell und Toffee. Was machen wir denn hier für ein Bier, Leute? Mach mal den Pale, oder? Ich würde auch sagen Pale. 500 Gramm. Okay. Würze ist die Bezeichnung für die zuckerhaltige Flüssigkeit, die entweder durch Zugabe von Malzextrakten zu Wasser oder beim Maischebrauen durch Einmeischen von Getreide in heißem Wasser entsteht. Zum Anklemmen des Getreides zum Weichen schaue auf den Behälter. Das hängt jetzt aber drin, oder? Ja, das hängt jetzt quasi im Topf drinnen. Und wird hier offenbar so befestigt. Erhitze den Brautopf weiter, bis die Würze kocht bei 100 Grad. Wir sind aktuell bei 21 Grad. Was zum Henker? Ich habe schon komplett den Faden verloren. Also 100 Grad. Wir gehen auf wahnsinnige Geschwindigkeit. 200-fach. Hi, Gaius. Ah, es fängt langsam an zu blubbern. Man hört es, aber man sieht es noch nicht. Oi, das dauert aber lange hier. Guck mal auf die Uhr. Bis das hier blubbert, dauert das in echt auch so lange hier, 25 Liter zu erhitzen? Dass wir hier eine Stunde brauchen, um den Topf zu erhitzen? Denkt denn niemand an die Stromkosten? Ah, jetzt fängt er langsam an hier so zu blubbern. Man sieht es. Das kann ja nicht sein, oder? Brauche ich hier eine halbe Stunde, um den Topf zu... Oh, das sieht aber schon ganz vielversprechend aus. Guckt euch mal an. Das sieht ja richtig schön aus. Wenn ich jetzt auf normale Geschwindigkeit gehen würde, dann könnte ich in der Zwischenzeit... Gibt es hier einen Fernseher? Dann könnte man hier... Nee, offenbar nicht. Könnte man in der Zwischenzeit ins Feuer gucken. Möbelregal. Ah, da kann man offenbar noch ein bisschen Ausstattung sich hier machen. So, 99,92 Grad hier. Wir machen mal 500-fache Geschwindigkeit. Das kann ja nicht sein. Guck mal auf die Uhr hier. Das ist ja Wahnsinn. So, das Gute ist, wenn das alles zu lange dauert, dann ist Zeit nicht so mein Problem. Das heißt, man kann sich auch ein bisschen Zeit lassen, um zum Beispiel Sachen halt durchzulesen. Na, du musst dann nicht, so wie beim Cooking Simulator, wo du halt auf Zeit arbeiten musst und das halt der spaßige Faktor ist, das ist wahrscheinlich hier kein Problem. So, einen Beutel Bitterhopfen und einen Beutel britischen Hopfen herausnehmen. Nun, da die Würze kocht, wird es Zeit, eine weitere wichtige Zutat hinzuzufügen, den Hopfen. Ja. Beim Sieden wird die
Oh, da war der Tipp schon wieder weg. Also, die beiden Hauptzwecke des Hopfens bestehen darin, dem Bier Geschmack und Bitterkeit zu verleihen. Der Grad der Bitterkeit wird durch den Alphasäuregehalt bestimmt. Je höher der ASG-Wert, desto mehr Bitterkeit fügt der Hopfen hinzu. Ihr seid noch mit dabei, oder? Also ihr versteht schon noch, was hier passiert. Je länger der Hopfen gekocht wird, desto mehr Bitterkeit und Aromen fügt er hinzu. Bei längerem Kochen verlieren sich die Aromen jedoch, während die Bitterkeit weiter zunimmt. Aus diesem Grund gibt es den Bitterhopfen. Er dient hauptsächlich der Bitterung und wird länger gekocht, während Aroma-Hopfensorten gegen Ende des Kochvorgangs hinzu. Ich habe schon komplett den Faden verloren. 20 Gramm eines beliebigen Bitterhopfens. Das ist das hier. Magnus oder Marauder. Magnus, milde, pfeffrig, würzig, fruchtige Note. Und Marauder wahrscheinlich, gezüchtet, um krankheitsresistent, lagerfähig und leicht zu ernten zu sein. Saubere Bitterung mit minimalem Aroma. Ja, wir machen mal hier, ja, wobei das Fruchtige gefällt mir nicht so. Wir nehmen mal den Marauder hier. Also Bitterhopfen 20 rausnehmen, 20 Gramm. Und beim britischen Hopfen habe ich den Polar Down. Zweifach verwendbare Hopfensorte mit einem frischen, sauberen Charakter. Kiefern- und Zedernote. Rugged. Mit erdig, holzig, grasig, minziger Note. Nehm mal den Polar Down. 50. Okay. So. Ach, die muss man jetzt auch hier anklemmen, oder was? Ah, die muss man jetzt alle einfach nur anklemmen hier. Okay. So wird Bier gemacht. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, das Bier ist ein bisschen weniger geworden. Seht ihr das? Wir sind auch bei der Temperatur wieder etwas gefallen. So, 10 Minuten weiterkochen lassen, dann alle Beutel herausnehmen und das Kochfeld ausschalten. Um einen Zutatenbeutel auszunehmen. Okay. 10 Minuten. Das heißt, es ist jetzt 14.37 Uhr. Und 47, da müssen wir das dann rausnehmen, offenbar. Oder wird einem das angezeigt? Merkt euch mal, 14.47 Uhr. Braut man nur oder ist auch ein wirtschaftlicher Verkaufsaspekt dabei? Ich gehe mal davon aus, dass wirtschaftlich auch was dabei ist. Ich kann es dir leider nicht sagen, weil ich das aktuell noch nicht gespielt habe. Weil es gibt hier ein Möbelregal, wo man wahrscheinlich dann Sachen einkaufen kann für seine Küche. Und irgendwo muss dann ja Geld herkommen. Das heißt, du wirst wahrscheinlich das gebraute Zeug dann auch verkaufen. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist allgemein sehr leise, oder? Dieses Brauen, das ich jetzt höre, das ist wahrscheinlich für euch gar nicht so wirklich zu hören. Also dieses Blubbern hier. Na gut, wir können ja noch ein bisschen herumgucken. So viel gibt es jetzt noch nicht hier. Wir gucken mal, weil mich das interessiert, mal kurz in diesen Möbelbereich. Aha, Tische, Stühle, Regale, anderes, Wertstofftonne, aha, Licht, Teppich, Pflanzen, Radio, saisonale Gegenstände. Aber komischerweise nichts für die Küche. Das ist, irgendwie sieht das nur so aus, als könnte man hier sein Heim einrichten, aber nicht die Küche. Vielleicht kommt da noch was. Ausrüstung reinigen, aha. Okay. Na gut, also dann spulen wir mal vor, oder? 14.47 Uhr war. Ich glaube 47 und 30 Sekunden, wir machen das sehr genau. Ungelöst steht jetzt hier rechts daneben. 444 Gramm. Was ist ungelöst? Das Rätsel des Bierbrauens ist ungelöst. Oh, stopp, stopp, stopp. Oh, perfekt. Also, jetzt rausnehmen. Jetzt rausnehmen.
So. Okay. 10 Minuten weiter. Ist da noch was? Oder muss ich da noch was machen jetzt? Achso, das Kochfeld ausschalten. So. Warten, bis der Brautopf klein eine Temperatur von 21 Grad oder niedriger hat. Oh Gott, der hat immer noch 100 Grad. Es ist wichtig, die Würze zu kühlen, bevor man Hefe hinzufügt. Verwende den Kalender, um die Zeit einen Tag voranzudrehen. Okay, es reicht nicht mehr nur, die Uhr vorzudrehen. Wir gucken mal. Es ist wichtig, die Würze... Also das hier ist jetzt offenbar die Würze, was hier drin ist. Was mache ich denn jetzt mit meinen, Dingern hier? Einfach mal ablegen hier, ne? 5 Minuten in der Küche und es sieht aus wie Sau. Also wir müssen jetzt einen Tag vordrehen, offenbar. Einen Tag vorwärts verschieben. Dass die jetzt trotzdem aber bei 20 Grad bleibt, okay, müsste die nicht irgendwie... Na gut, Raumtemperatur dann wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht brauche ich das noch. Vielleicht muss man das nochmal hier nutzen. Sieht jetzt nicht verbraucht aus, das ganze Zeug. Gärbehälter klein aus dem Ausrüstungsregal. Also ohne Anleitung wäre ich komplett aufgeschmissen, Leute. Der Gärbehälter. Okay, Gärbehälter klein. Werden in der Gärungsphase des Bieres verwendet, wenn die Hefe Zucker in Alkohol und CO2 umwandelt. Beachte den angebrachten Gärspund. Er dient dazu, CO2 entweichen, dass in CO2 entweichen kann und verhindert so, dass der Behälter explodiert. Okay. Die kompakte Größe ist ideal für platzbewusste Brauer, verfügt über die gleichen Hauptmerkmale wie seine größeren Geschwister. Ah, der hat jetzt den Hahn hier, ne? Genau. Also, herausnehmen. Die Würze in den Gärbehälter gießen. Das heißt, ich stelle den mal irgendwo ab, oder was? Ja. Wir stellen den mal ab hier. Und nehmen mal das ganze Zeug. Und jetzt F drücken. So, da ist jetzt der Deckel wieder drauf. Deckel abnehmen. So. Dann füllen. Schalte ich wieder mit der Maus. Alles jetzt rein. Drücke F zum Gießen. Ah, wisst ihr, wieso das vielleicht so lange gedauert hat mit dem, Kochen? Weil der Deckel nicht drauf war, oder? Das kann ja durchaus sein. Das kann ja durchaus sein hier. So, eine Packung Hefe aus dem Kombi-Kühlschrank. Hefe, okay. Ich dachte, wir hätten Hefe schon reingesetzt, aber das ist nicht der Fall. Hefe ist für den Brauprozess von entscheidender Bedeutung, da sie vergehrbaren Zucker in CO2 und vor allem in Alkohol umwandelt. Außerdem fügt sie dem Bier während dieses Prozesses ihre eigenen einzigartigen Aromen hinzu. Also, ich wusste ja schon, dass Bierbrauen kompliziert ist. Aber dass es so viele Möglichkeiten gibt, quasi den Geschmack zu bestimmen, ist schon echt heftig, was du da alles für Kombinationsmöglichkeiten machen kannst. Kein Wunder, dass es so viele unterschiedliche Biere gibt. Der Vergärungsgrad beschreibt die Effizienz der Hefe. Nämlich, wie viel des vergehrbaren Zuckers sie in Alkohol und CO2 umwandelt. Der Rest wird zu nicht vergehrbarem Zucker. Die optimale Temperatur der Würze ist wichtig, damit die Hefe gären kann. Andernfalls beginnt die Hefe in den Ruhezustand überzugehen oder stirbt sogar ab. Uiuiui. Deshalb ist die Kühlung der Würze vor der Zugabe von Hefe so wichtig. Natürlich. American Ale. Oder British Ale. American Ale, sauber schmeckende Stamm, funktioniert in jedem Stil, da er keine Geschmacksnoten enthält, die mit den Beiträgen von Hopfen und Malz konkurrieren. Oder British Ale, ein sehr, nee Quatsch, British und American Ale ist die Kategorie. Das hier ist So-Called Ale 1 und das hier ist Mild Ale. Niedriger Vergärungsgrad für kommerzielle Hefe, malzig süßes Bier. Wir machen mal das hier, das So-Called Ale. Das habe ich zu lange kochen lassen. Nö. Ich habe alles richtig gemacht.
Also, wir nehmen das mal heraus. 150 Milliliter. Die Hefe in den Gärbehälter schütten und den Deckel schließen. Sehr aufwendig gemacht mit dem Mausrad. Ich drehe mir hier gerade die Finger wund. So, aufhören zu füllen. Dann Deckel zu. Und den Kalender verwenden und 15 Tage warten. Okay. 15 Tage warten. Die Gärung ist ein langsamer Prozess. Okay, 15 Tage. Okay, nichts explodiert aktuell. So, 18,95 Liter drin, Flüssigkeit 18,22, ungelöst 726 Gramm, Temperatur immer noch 20 Grad. Na, da oben ist da was drin jetzt, sieht man da was, seht ihr das? Da hat sich offenbar etwas abgesetzt, aha. Und jetzt brauchen wir einen Beutel Dextrose aus dem Zutatenregal. Wie, was macht Dextrose? Ist das... Wird von vielen großen gewerblichen Brauereien als billige und zuverlässig verfügbare Nahrung für Hefe. Was muss man denn alles in ein Bier reinkippen? Was muss man denn da alles rein? Soll da wirklich 150 Gramm Hefe rein? Es stand dabei, alles reinzuschütten. CO2 raus, aber keine Luft rein. Ah, deswegen dann. Okay. Das heißt, hier kommt das CO2 raus. Durch das Wasser und dann hier oben raus. Aber wieso ist hier ein Deckel drauf? Das ist seltsam. Wieso ist hier ein Deckel? Vielleicht hat der Deckel ein Loch. So, 150 Gramm Dextrose hinzufügen. Ah, da muss man jetzt aufpassen, weil da habe ich jetzt nur 500 Gramm. Da habe ich 500 Gramm drin. Nein, nein, nein. Ich nehme. Deckel öffnen. Aber jetzt muss ich hier wieder aufmachen, oder was? Okay, es sieht sehr ranzig aus. Also 150 Gramm. Oh, ah, naja. So. Dann Plastikfass klein und einen Schlauch aus dem Ausrüstungsregal herausnehmen. Konditionierungsbehälter. Also wenn hinterher, wenn nach diesem Tutorial, wenn nach diesem Tutorial jetzt hier keine Anleitungen mehr da sind, da bin ich komplett aufgeschmissen. Das kann ich euch sagen hier. Okay, Vagrant nutzt eine Funktion, was 6 Euro für 30 Sekunden eine Nachricht hervorheben, ist aber nicht billig. Hat dich das 6 Euro jetzt gekostet, Vagrant? Ich wusste gar nicht, dass es diese Funktion überhaupt gibt hier. Okay. Vielen Dank. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die 6 Euro bekomme oder Twitch, aber trotzdem danke. So, Konditionierungsbehälter werden in der Konditionierungsphase des Brauens verwendet, in der das Bier mit Kohlensäure versetzt wird. Natürlich kommt auch noch Kohlensäure rein. Ein luftdicht verschließbares Kunststofffass, in dem Bier konditioniert und aus dem es über einen Zapfhahn ausgeschält. Ah, wir nähern uns dem Ende. So, und dafür brauchen wir jetzt einen Schlauch, um es hineinzufüllen. Die Schwerkraft spielt beim Schlauch eine Rolle, eine wichtige. Der Zielbehälter muss tiefer stehen als die Quelle der Flüssigkeit. Okay. 120 Euro für 2 Minuten 30 eine Nachricht hervorzuheben. Okay. Oder man nutzt die Punkte. Wie der Taktiko jetzt. Aber das sieht ein bisschen anders aus. So. Einen Schlauch verwenden, um das Bier in Plastikfass klein umzufüllen. Gärbehälter. Plastikfass.
stell das mal auf den Boden. Okay, nee. Schlauch anschließen. Schlauch anschließen. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist so nicht korrekt, oder? Muss ja eigentlich vom Hahn hier rein wahrscheinlich. Stelle das Fass auf eine niedrigere Ebene als den Gärbehälter. Okay, das ist der Fall. Schließe einen Schlauch zwischen dem Hahn des Gärbehälters und dem oberen Ende des Fasses an und öffne. Aber muss ich hier was abnehmen? Den Deckel abnehmen vielleicht? Ah, man muss den Deckel abnehmen wahrscheinlich. So, einmal anschließen und Schlauch anschließen. Aha. Oh, das haben sie aber gemein gelöst hier. Damit sie das nicht programmieren müssen, machen sie das einfach mit so einer gestrichelten Linie. So, jetzt. Was passiert hier? Ungelöstes Zeug läuft jetzt raus. Aber hier ist noch nichts drin. Achso, wir müssen den Hahn noch öffnen. Okay, jetzt läuft Zeug raus. Okay. Und zwar die Flüssigkeit läuft jetzt raus. Wird langsam weniger. Aber das heißt, der ganze Schmodder bleibt drin und nur die Flüssigkeit kommt jetzt hier raus. Wenn das Umfüllen nicht funktioniert, vergewissere dich, dass der Hahn geöffnet ist und der Konditionierungsbehälter tiefer als der Gärbehälter steht. Okay, aber das sieht ja schon mal gut aus. Sollen wir mal ein bisschen aufräumen in der Zwischenzeit? Das hat mich ja nichts gekostet, ne? Hier alles. Allerdings, ne? Nur eine Küche, in der viel Zeug herumsteht, sieht auch aus, als wird dort gearbeitet, ne? Wenn hier alles auf Hochglanz poliert ist, dann glauben dir die Leute das nicht, dass hier was gearbeitet wird. Muss ich jetzt alles umfüllen wahrscheinlich, oder? Einen Schlauch, um das Bier umzufüllen. Okay, wir spulen mal ein bisschen vor. Wahnsinnige Geschwindigkeit, fertig. So. Den Fassdeckel schließen. Da muss ich aber erstmal den Schlauch herausnehmen, ne? Den Fassdeckel. Also den Schlauch entfernen. So. Deckel aufsetzen. Und 20 Tage warten. Taktiko, Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja gut, dann. Du verlierst jegliches Zeitgefühl. Ist schon ein Monat jetzt vergangen. Seit wir mit dem Bierbrauen begonnen haben. Wenn du nur ein Fass hast, dann bist du echt aufgeschmissen mit der Produktion hier. So, jetzt sollen wir das Bier kosten und verpacken. Bring das Fass zu den Zapfhähnen im Verkostungsraum. Okay. Ah, okay. Hier kommen dann die Touristen rein und denen wird dann teures Bier verkauft. Muss ich das jetzt irgendwo... Sobald ein Konditionierungsbehälter abgefüllt ist, kann das darin befindliche Bier nicht mehr verändert werden. Okay. Gegenstand verstauen. Bier probieren. Okay. Okay, wir haben jetzt eine Zusammenfassung bekommen. Ein Bierprofil. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen ein helles Bier machen. Karbonisierung, aha, das Maß an Kohlendioxid in einem Bier. Die Frage ist, was ist gut, ne? Ist flach gut? Das ist halt eher so
sprudelfreies Wasser quasi hier, ne? So mittig wahrscheinlich ganz okay. Chargengröße 18 Liter. Trüb. Gibt es noch mehr Seiten? Wie komme ich denn da? Space. Ah. Malzig und süß oder hopfig und bitter? Ich hätte ja eigentlich mehr auf hopfig und bitter geguckt, aber es ist auf alle Fälle frisch und sauber. Das ist schon mal gut. Malzig und süß. Hopfig, bitter. Aha. Okay. Also ich denke mal, die Leute, die gerne und viel Bier verkosten, die wissen, was jetzt damit gemeint ist. Mit der Maische, die übrig bleibt, kann man sich auch ein Schnitzel panieren. Oh, da spricht der Koch. Das schmeckt sehr gut. Echt jetzt? Hört sich echt nicht so lecker an, damit ein Schnitzel zu panieren jetzt. So, Alkoholgehalt ist 5%. Ja, das ist okay. Wir werden mal in die Doppelbock-Produktion dann gehen, ne? Mal gucken, wie viel Prozent hier möglich sind. Bitterkeit, IBUs, okay. International Bittering Units. Was? Ich habe ganz am Anfang gesagt, ne? Ich trinke ab und zu gerne mal ein Bierchen, aber wirklich sehr selten eigentlich. Also ich sag mal vielleicht, keine Ahnung, zweimal im Monat oder so. Deswegen habe ich halt keine Ahnung von Bierproduktion noch von Biergeschmack oder sonst was. Und es ist schon echt, also wir haben noch nicht viel gesehen, aber es ist schon echt Wahnsinn, was da jetzt alles an so einem Bier hängt, ne, an so einer Produktion hier. Der Körper ist Mittel, das Mundgefühl ist die Textur und Konsistenz eines Bieres und reicht von sehr dünn bis sehr schwer. Okay, das ist wie bei der Weinverkostung, ne, genauso. Oh, Verunreinigung 7%. Je geringer die Verunreinigung ist, desto höher ist die Qualität des Biers. Aha. Verunreinigungen können durch gute Braupraktiken verringert werden, zum Beispiel indem der Deckel beim Kochen der Würze abgenommen wird, damit unerwünschte Chemikalien... Oh, das hatten wir natürlich gemacht. Bei uns war der Deckel weg, ne? Eine vollständige Liste findest du im Artikel Verunreinigung in der Brewpedia. Stammwürze, den Begriff kenne ich, aber anfangen kann ich damit nichts. Reststammwürze, okay. Bierstil, 94% American Amber Ale, American Pale Ale. Was soll mir das jetzt sagen? Was habe ich jetzt für ein Bier gemacht? Wahrscheinlich das hier, ne? Also es ist offenbar ein American Amber Pale Ale mit ganz viel Varianz. Könnte man auch noch... Achso, das ist auch American Pale Ale. American Amber Ale, American Pale Ale. Oh Gott. Okay. Na gut. Fruchtig mit einem Hauch von Schuhsohle im zweiten Abgang. Palettenaroma, okay. Die Maische ist auch begehrtes Tierfutter. Leute, da kommen jetzt die ganzen Profis raus, die wissen, was hier gemacht wird, ne? Im Gegensatz zu mir. So. Auf dem Verpackungsbildschirm kannst du deinem fertigen Bier einen Namen geben, den Stil auswählen. Oh, das ist ja toll. Das ist ja toll. Da komme ich jetzt auch wieder ins Spiel hier. Wir brauchen einen Namen für unser Bier, Leute. Ich überlasse euch das mal. Ich gucke mal in der Zwischenzeit auf den Stil. Wir brauchen unbedingt einen tollen Namen für das erste Bier, das wir gebraut haben. Nein, es heißt nicht Pisswasser. So, der Stil. Was macht denn der Stil? Ändert irgendwie gar nichts. Was ist denn der Stil? Wir haben nur eine Flasche. Okay. Ein Tulpenglas. Ist ja kein Weißbier. Ich habe keine Ahnung, woraus man ein Pale Ale trinkt. Aber doch nicht aus so einer Tasse jetzt, oder? Wein, okay. Ich hätte jetzt gesagt sowas hier. So. Tolfinger Brauere. Hört sich gut an, gefällt mir. Was? Mastur? Donauwasser? Was ist denn ein Masturbier?
Ich traue euch nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, was Mastur ist. Hützelhausener Abwasser. Triple A, die Kloake. Meine Güte, gut, dass ihr keine Namensdesigner seid von Beruf hier. Nürnberger Schädelknacker. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Mal gucken, ob das reinpasst. Schädelknacker. Sieht ein bisschen klein aus, das Etikett. Das muss besser werden hier. Wähle eine Vorlage. Oh, das ist ja geil. Das ist ja schon ziemlich cool, oder? Kann man das drehen? Drehen kann ich das leider nicht. Oh, das ist schon... Es gefällt mir. Schädelknacker. Was denn zu einem Schädelknacker hier? Das hier. Oh. Jetzt der Nürnberger Schädelknacker. Das sieht aus wie ein echtes Bier, ne? Hier mit dem Bock drauf. Illustrationsrand kann man noch ändern. Aber da kann ich jetzt nichts machen, oder wie? Breite. Und was denn? Ich glaube, das sind jetzt so die Vordefinierten. Also das ist das Vordefinierte. Deswegen ändert sich hier nichts. Man kann ja hier sagen, Etikettenvorlage. Oder das dann wahrscheinlich selber machen. Vielleicht sowas. Wir probieren mal ganz kurz aus. Ob sich da was tut. Ah, hier sieht man ein bisschen was. Aber sehr wenig. Ich sehe da gar nichts. Alkohol. Wir bleiben mal beim Bock hier. Das hat mir sehr gefallen. Weil das zum Schädelknacker so gut passt. Alkoholgehalt Text. Ah, okay. Da kann man jetzt den Alkoholgehalt ändern. Jawohl. Aber das passt ja. Ich würde vielleicht den Text noch ein kleines bisschen größer machen. Textur. Position. Das ist nur der Hintergrund. Aber ist schön gemacht hier. Biertextstil. Ach, das ist jetzt hier unten. Ah, okay. Das muss aber jetzt ein bisschen zentrierter werden hier. Das sieht ja nicht schön aus hier. Das muss hier so in die Mitte rein. American Amber Ale. So. Metallisch. Glänzend. Rauheit, Amplitude. Okay. Da würde aber jetzt vielleicht eine andere Farbe besser passen, oder? Vielleicht so ein Schwarz auch nochmal. So. Ich habe, glaube ich, nur eine Flasche, soweit ich das gesehen habe. Wenn wir mal zurückgehen. Oh, Moment. Nein. Ah. Habe ich jetzt zurückgesetzt? Habe ich jetzt zurückgesetzt? So, Skalierung und Position. Bisschen schade, dass keine Musik im Hintergrund läuft aktuell. Das macht das Ganze etwas... Naja. Nicht so spannend, ne? So, Textstil Dorne. Ja, das passt schon. So, bestätigen. Stoutglas. Ich habe nur eine Flasche, ne? Belgische Flasche. Aktuell. Mannix, dankeschön. Für die Unterstützung. Vielen Dank für den 8 Monat. Gut, also ich bin sehr zufrieden. Das Glas gefällt mir noch nicht so ganz. Ich bin kein Fan von so fancy Gläsern. Aber das Etikett, das müsste eigentlich einen Preis gewinnen, würde ich mal sagen. Der Nürnberger Schädelknacker. So, oh, da hagelt es gleich 3 Achievements.
So, kann ich jetzt, was mache ich jetzt mit dem, mit der Flasche hier? Kann ich das trinken? Ich kann den Gegenstand drehen. Na gut, wir verstauen das Ganze mal. Wir brauchen irgendwie ein Display, ne? Unser erstes Bier, wo packen wir denn das hin? Das muss ja irgendwo präsent stehen. Hier zum Beispiel. Geht das? Hier oben? Schade. Okay. Das sieht auch ein bisschen doof aus, hier auf dem Couchtisch das Bier stehen haben. So, ja, wir kümmern uns gleich um dich irgendwo. Dann wir platzieren das mal hier draußen. Wenn dann die ersten Touristen kommen und dass die Bierprobe starten wollen, vielleicht hier irgendwo? Ah, schade. Wir hätten das dann einfach hier so daneben gestellt, ne? Na gut. Ein bisschen ist schon was draußen, na gut, aber das ist jetzt hier in der Flasche. Also, wir lassen das mal hier stehen. Vagrant, auch dir Dankeschön für den 29. Monat. Dankeschön für die Unterstützung. Ich würde auf euch trinken, wenn das ginge, aber das geht nicht. Wir sollen in die nächste Saison voranschreiten. Du hast dein erstes Bier gebraut. Experimentiere ruhig weiter. Wenn du bereit bist, kannst du zur Eingangstür gehen, um die nächste Saison zu beginnen. In der nächsten Saison erhältst du Zugang zu Rezepten, Jobs und viel mehr. Ja, her damit. Her damit. Du verlierst alle Biere, die du gerade brauchst, aber es hat keine Auswirkungen auf fertige Biere. Okay, passt. So, ein neuer Morgen, ein neues Brauermagazin. Hallo, weißt du, was das Beste am Bierbrauen ist? Die Leute trinken gerne. Es gibt nur wenige Menschen auf der Welt, die beliebter sind als Heimbrauer. Echt jetzt? Ich sollte meinen Beruf wechseln. Ich habe dir ein Exemplar von Brauermagazin geschickt, eine Zeitschrift, die von der Brauerei Club Community herausgegeben wird, der auch ich angehöre. Jede Ausgabe enthält eine Fülle von Informationen für Hobbybrauer, Rezepte, Artikel, Katalog und nicht vergessen Jobs. Womit ich wieder bei deiner Beliebtheit angekommen wäre. Die Dienste eines Braumeisters sind immer gefragt und Jobs sind eine gute Möglichkeit, ein Einkommen zu erzielen und gleichzeitig seine Braukenntnisse zu verbessern. Wieso versuchst du es nicht mal? Also, Braumeister sind oftmals sehr beliebte Leute. Rezepte zum Brauen, American Stout, American Pale Ale, Biergeschichte, aha, und neue Jobs. Zu Beginn jeder Saison findest du im Brauermagazin neue Jobs, Rezepte, Artikel. Diese werden automatisch zu deinem Logbuch und deiner Brewpedia hinzugefügt. In jeder Saison wird es zwei neue Jobs geben, die jeweils Belohnungen wie Bier, Token, Meisterschaft und manchmal auch besondere Gegenstände bieten. Es steht dir frei, einen, beide oder keinen der Jobs abzuschließen. Du hast die Wahl. Wir müssen mindestens einen Job für das Tutorial abschließen. Verfolge einen der Jobs. Okay, wir gucken mal kurz rein hier. Was steht hier? Druss Sensation. Okay, das Rezept American Pale Ale Extrakt. Erforderliche Zitrusgeschmacksnote. Schwierigkeit unkompliziert. Chargengröße ist klein, Geschmacksnote Zitrus. Wer macht denn ein Zitrusbier, Leute? Hört doch mal auf, irgendwie so fancy Dinger immer zu machen hier. Ah, hier, dunkler Malzextrakt, das ist ja genau meins. Die dunkle Materie. Eine lokale Band möchte die Veröffentlichung ihres ersten Albums, ein Konzeptalbum zum Thema Weltraum, mit einem Bier feiern, das so dunkel wie die Tiefen des Universums ist. Die Leser des Brauermagazins sind eingeladen, ein entsprechend düsteres Gebräu einzureichen. Sehr schön. Okay, wir verfolgen mal die dunkle Materie. Ich wähle jetzt die Rezeptkarte aus. Okay. Jedes Rezept enthält Angaben zur erforderlichen Ausrüstung und den Zutaten. Wenn du einen Job ausführst, solltest du in der Regel ein Rezept anpinnen, das den Anforderungen des Auftrags entspricht. Wenn für den Job beispielsweise eine bestimmte Zutat nötig ist, solltest du ein Rezept finden, das diese Zutat enthält. Angepinnte Rezepte werden auf dem HUD angezeigt. Okay. American Stout Extract. $6,37.
Okay. Soweit ich weiß, gehören Streamer zu eben den wenigen Personen, die beliebter sind als Heimbrauer. Das ist gut zu hören. Das ist gut zu hören. So, Geschmacksnoten, aha. Ich habe keine Ahnung, ob ich die halt habe, ne? Braubehälter, Gärbehälter, Konditionier. Ich glaube, die Behälter hatten wir. Na gut, also einmal bitte anpinnen und weiter geht's. Jede Ausgabe des Brauermagazins enthält auch bierbezogene Artikel. Ah, hier können wir dann einkaufen. Was muss ich jetzt wählen? Den Katalog. Den Katalog. Ah, hier oben den Katalog. Die Brauereiausrüstung und Zutaten, kosmetische Gegenstände zur Dekoration kann man noch kaufen. Im Laufe des Spiels werden weitere Gegenstände freigeschaltet. Okay. So. Die Registerkarte, angepinntes Rezept, erforderliche Gegenstände. Ausrüstung, es fühlt sich fast an wie ein Paradox-Spiel hier. Hier siehst du alle Ausrüstungsgegenstände, Zutaten, die du für ein aktuelles Rezept benötigst, einschließlich derer, die du bereits besitzt. Okay, also wir müssen mal gucken, was wir haben. Das hier, Brautopf ist da, Gärbehälter ist da, Plastikfass ist da. Black Patent kann geweicht werden, das müssen wir einkaufen. Er hat gesagt, wir können auch alles einkaufen, ne? Ich habe es gekauft, okay. 800 Gramm. Dann Hopfen. Cluster. Okay. Dunkler Malzextrakt, 3 Kilo. Und Dextrose. Ich habe noch 100 Tokens. Müsste jetzt eigentlich alles sein, ne? Was gibt es hier noch so an Ausrüstungszeug? Noch nicht so wirklich. Oh, da gäbe es dann die großen Fässer. Zutaten. Orange Mango, Leute. So, und das kennen wir schon. Das sind die Einrichtungsgegenstände. Oh, jetzt gibt es hier was Neues. Carlos. Was soll ich den kaufen oder was? Weil hier ein... Wir kaufen den mal. 20 Token. So, ich habe den Carlos gekauft. Und... Ach, das... Ah! Das... Okay, dieses gelbe Symbol... Das gelbe Symbol hat nicht gemeint, ich soll den Carlos kaufen. Das ist einfach so da. Okay, jetzt habe ich den Carlos gekauft, aber ist okay. Gut. Rezepte... Und Artikel. Amerikanische Braukunst. Aha, das ist jetzt die Brewpedia quasi. Seite 7 von 16. Aha, aha, aha. Wieso ist hier eigentlich nicht die bayerische Braukunst drin? Möchte ich mal anmerken. Das ist ja die wichtigste Braukunst. So, jetzt habe ich hier die Lieferbox. Öffnen. Alles lagern. Jetzt ist aber der Carlos auch gelagert worden. Ist jetzt der Carlos irgendwo wahrscheinlich hier? Der Carlos ist vielleicht... Da ist er. So, einmal herausnehmen. Ich würde sagen, der Carlos kommt hier. Der bekommt einen Ehrenplatz über dem Kamin hier. Guck dir das an. Ach, schön. So, wir kümmern uns mal um das Brauen. Hier sieht es ja immer noch aus. Hier ist ja noch alles ganz dreckig, oder? Ist noch dreckig, das Zeug? Ich kann das jetzt aktuell leider nicht hochnehmen. Keine Sorge, wenn beim Brauen etwas schief geht oder das Bier nicht zum Job passt. Du kannst während einer Saison so viel Biere brauen, wie du willst. Das Experimentieren ist ein wichtiger Teil. Naja, du brauchst ja auch die Kohle dafür, dann, ne, dass du das alles einkaufst. Wie kann ich denn jetzt hier... hochheben. Bin im Gestaltungsmodus. Ach so. So. Also, wir müssen jetzt erstmal abwaschen, oder? Macht man das hier? Habe ich ihn jetzt weggeschmissen? Da ist er. Okay.
Okay, also, da ist er, passt. Muss ich das jetzt hier machen? Halten, Brauecke aufräumen. Ach, Gegenstand verstauen ist das. Dabei werden alle Geräte, Zutaten gereinigt und wieder eingelagert. Du verlierst alle Biere, aber es hat keine Auswirkung auf fertige Biere. Ja. Passt. So einfach, wenn es im realen Leben auch wäre. Ne? Also, wir müssen mal wieder, wie wir es schon gelernt haben, wir müssen mal wieder ein bisschen Wasser einfüllen. Erstmal den Deckel abnehmen. Dann 21 Liter hinzufügen. Und das Ganze natürlich ein bisschen schneller. Also dieses Mal machen wir es ganz exakt, ja? Guck dir das an, 21,03 Liter. Besser wird es heute nicht mehr. So, das Ganze müssen wir... Wieso habe ich hier oben 21 Liter Braubehälter? Muss ich das irgendwie abhäkeln oder was? Logbuch findest du alle Rezepte, die du gesammelt hast. Okay. Biertauken bekommt man durch abgeschlossene Jobs. Okay. Ich soll einen Schluck vom Topf nehmen. Ich denke mal, dass ich das irgendwie abhaken muss, ne? Ah, ich muss selber das Häkchen setzen. Echt jetzt? Okay. Dann Malzextrakt zur Braubehälter hinzufügen. Dunkler Malzextrakt. Ember dunkler. Hier ist der dunkle Malzextrakt. Stand da dabei wie viel? 3 Kilo. 3 Kilo Malzextrakt. Dunkel in Farbe und Geschmack mit Röst und Schokolade. Die Amis, ne? Dass die nicht einmal ein gutes Bierrezept machen können hier. Also, 3 Kilo. Im letzten Mal waren es noch 2, oder? Als wir das rausgenommen haben. Jetzt schon 3. Dann das Ganze hier einfügen. Ein. 3 Kilo. Zu Braubehälter hinzufügen. Musste man das nicht vorher noch irgendwie erhitzen? Fällt mir da gerade ein. Musste man nicht vorher noch einschalten, dass das... Wir gucken lieber nochmal ins Rezept. Ah ne, Würze zum Sieden erhitzen auf 100 Grad. Okay, passt. Ja, aber Schokoladengeschmack. So, erstmal schön alles reinkippen, die 3 Kilo. Da ist der Topf aber bis zum Rand gefüllt hier. Wir brauchen einen größeren Topf. Dann in das P. Ah, mit P kann man automatisch abhaken dann. Okay. Getreide zum Weichen hinzufügen. Black Patent. 800 Gramm. Weichen war das mit dem Säckchen hier. Black Patent? Getreide zum Weichen hinzufügen. Braubehälter hinzufügen. Black Patent. Oder ist das was, was man hier braucht? Ne. Wer trinkt denn ein süßes Bier, Vagrant? Jetzt hör mal auf, mit mir zu diskutieren. Also, wer trinkt denn ein süßes Bier? Wer hat denn süße Biere gern? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie die Ringe der Macht-Serie. Getreide zum Weichen. Habe ich das nicht gekauft vielleicht? Kann das sein? Bananenweizen, Leute. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Wie komme ich jetzt nochmal in den Katalog? C.
Sich den Katalog anschauen? Ah, den muss man anschauen, deswegen. Ich wollte ja eigentlich was kaufen, ne? Ich wollte ja nicht den Katalog angucken. Ich wollte ja eigentlich was kaufen. Aber wo kann ich denn Sachen kaufen? Hier im Kühlschrank? Ja, die Bierproduktion muss leider eingestellt werden. Ah, nee. Doch. Hier. Black Patent. Da, doch, da ist es doch. Eine rote Markierung hier. Und ich habe es ja auch schon gekauft. Also das muss schon da sein. Das hier. Steirischer Hopfen. Ruggle Green steht aber hier. Komischerweise. Naja. Ich nehme das jetzt trotzdem, ne? Ich nehme das jetzt trotzdem. Oder soll ich nochmal in den Katalog gucken? Ich kann es auch nicht mehr kaufen. Hier steht halt als Name steht hier Black Patent. Röstmalz. Merkt euch mal, Röstmalz 65%. Und wenn wir hier reingucken, vielleicht ist das auch falsch übersetzt. Steht hier leider nichts mit dabei. Taktiko sagt, das ist nicht im Kühlschrank, aber wo ist es denn dann? Wir haben ja alles... Ah, Moment, das ist hier, oder? Im Zutatenregal. Ah... Ah, jetzt sind wir. Puh, da hätte ich ja fast schon das Rezept verkackt hier. Black Patent. Okay, dankeschön für den Hinweis. Jetzt sind wir richtig hier. Es ist auch so ein Säckchen, ne? Na gut. Sparsam einsetzen, um die Farbe des Extraktgebräus zu verdunkeln und ihm dunkle, röstige Kaffeenoten zu verleihen. Ich brauche, wie viel brauche ich für das Rezept? 800 Gramm. 800 Gramm. Kann ich denn 800? Ich kann nur 200 rausnehmen, okay. Achso, Moment. Oh Gott. Habe ich heute schon Bier gesoffen oder was? Ich brauche ja 800. Ich dachte, wie bin ich hier? Ich bin jetzt auf 180 Gramm gekommen. Keine Ahnung wieso. Na gut, also das sind jetzt hier die... Das hier ist das, was ich nicht brauche. 200. Ich brauche die 800. So. Würze bis zum Sieden erhitzen. Ach, erstmal durchatmen jetzt. Nein! Ah, echt jetzt? Stopp! Was habe ich denn? Ich habe doch nur... Ich habe doch nur das. Was redet ihr, Leute? Was redet ihr denn? Ich habe kein Getreide. Ich denke mal, das ist einfach falsch übersetzt. Es heißt doch Black Patent. Okay, wir nehmen das doch mal. Nein. So. Ich gucke am besten gar nicht mehr in den Chat jetzt. Okay, vielleicht wird es dann auch nicht besser. Das kann auch sein. Ich wollte vorhin den Hopfen hier nehmen, oder wie? Ah, okay, den hier. Ja, ja, wir kommen schon durch. Also, erstmal bis 100 Grad erhitzen. Lass mal die Zeit voranschreiten. Boah, das dauert so lange hier. Wahnsinn. Ich könnte gar nicht den Deckel mehr draufsetzen, weil jetzt diese Klammer hier drauf ist.
So, und wenn wir das erhitzt haben, Getreide zum Weichen aus dem Braubehälter entfernen. Jetzt muss ich das wieder rausnehmen. Okay. So, 100 Grad erreicht und jetzt das hier wieder rausnehmen. Okay. Hopfen hinzufügen und 50 Minuten lang kochen lassen. Hopfen. Hopfen bekomme ich woher? Malze? Dextrose? Hopfen. Ach so, jetzt habe ich hier Hopfen. Okay. Die Frage ist, welcher Hopfen? Und dann heißt es, Hopfen hinzufügen und 10 Minuten lang kochen. Ach so, Cluster und Ruggle Green. Ja, muss man das jetzt nacheinander machen oder kann ich das gleichzeitig machen? Wisst ihr, was ich meine? Ruggle brauchen wir und Cluster. Also, dass ich jetzt hier quasi Cluster hinzufüge, würde es jetzt auf einmal machen. Cluster und Ruggle. So. Und Ruggle. Okay, genau. Also, die beiden rein. Und jetzt 10 Minuten lang kochen lassen. 14.48 Uhr. Wir sagen mal 14.49 Uhr. Ihr macht mich fertig, Leute. Ihr macht mich fertig. Was habe ich denn jetzt hier? Ich habe noch 50. 50. Okay. Ach, ich brauche beim Cluster brauche ich nur 20. Oh Gott. Beim Cluster brauche ich nur 20. Okay, das kommt weg. Dankeschön. Der Cluster. So, also 50 und 20. Jetzt habe ich hier 50 Minuten lang den Cluster und 10 Minuten lang den Ruggle. Aber man kann ja beides gleichzeitig reinsetzen. So, das heißt, 14.50 Uhr muss der Ruggle raus. 14.50 Uhr, merkt euch mal, 14.50 Uhr muss der Ruggle raus, der hier. Weil ich auch immer in den Chat gucke, ne? Also, ich bin ja für eure Hinweise sehr, sehr, sehr dankbar. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. So, 14.50 Uhr. Passt. Jetzt kommt der Ruggle raus. Auch mehr Platz. Der Ruggle Green. Meine Güte. So, und in 50 Minuten, das ist quasi dann in 15.30 Uhr müsste das sein, muss der Cluster raus, ne? 15.30 Uhr muss der Cluster raus. Ah, stell dir mal vor, ich hätte hier nebenbei noch ein Bier getrunken. Genau, 15.30 Uhr muss der raus dann. Passt schon. 15.30 Uhr kann der raus. Ich habe ja gesagt, wir machen das heute alles sehr genau. So. Dann
Würze auf 20 Grad abkühlen lassen. Und das war ja jetzt der Punkt, wo man dann quasi jetzt einen Tag vorspult. Wir werden schon mal vorbereiten. Wir brauchen einen Gärbehälter. Ja, stellen den wieder her. Deckel abnehmen. Genau, und als nächstes kommt dann die Hefe dazu. Hefe gab es hier, oder? Malz. Nee. Ich habe ja eh nur drei. Die Hefe hier. Und wir brauchen Sokal Ale. Brauchen wir 150 Gramm. Gut, also dann packen wir das schon mal her und wir warten mal kurz einen Tag. Was in den Kühlschrank stellen, den Topf. Ah, der muss ja 20 Grad haben. 20 Grad muss der haben. Dann umfüllen in Gärbehälter. Auch schön, dass man im Behälter das auch noch sieht, ne? Sich der füllt. Gut. Dann die Hefe dazugeben und zwar 150 Gramm. Ja, jetzt bin ich drin. Jetzt habe ich einen Flow, Leute. Jetzt kriegen wir das hin. 150 Gramm. Sind das 150 Gramm? Ja. Okay, also alles rein damit. Dann bei 20 Grad 15 Tage lang fermentieren. Das heißt, wir müssen aber den Deckel wieder draufsetzen. 15 Tage warten. Und dann brauchen wir Dextrose 200 Gramm. So, Dextrose. Können ja schon mal den anderen Behälter noch rausholen. Wo ist der hier? Oh, Deckel ab. Damit wir in 15 Tagen bereit sind. So. Habe ich das? Okay, hier oben liegt das Zeug. Na gut, also wir warten mal 15 Tage. Wir hätten jetzt natürlich auch das andere Rezept noch machen können, aber dafür bräuchte ich dann nochmal Töpfe, ne? 15 Tage, vorwärts verschieben. Ich habe bestimmt wieder irgendwas falsch gemacht. Bestimmt. So. Aber es sieht immer noch genauso aus wie beim ersten Mal. Dann Dextrose 200 Gramm hinzufügen. Deckel ab. Dextrose. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? So. 200 Gramm. Umfüllt in Konditionierungsbehälter. Ist das der, das Plastikfass ein Konditionierungsbehälter? Gärbehälter. Ich habe ja sonst keinen. Kann mir da mal einer kurz helfen? Das Plastikfass ist das... ist der Konditionierungsbehälter, oder? Das heißt, wir machen hier den Deckel wieder drauf. Wir nehmen den Schlauch. Wir schließen den Schlauch an. Und... aber müsste man das nicht noch auch vermischen? Ich habe jetzt hier dieses... ich habe jetzt 15 Tage gewartet. Und dann habe ich die Dextrose oben drauf geschüttet. Müsste man das nicht noch untermischen? Weil jetzt lasse ich unten quasi alles raus, aber die Dextrose, die bleibt ja oben drüber dann. Theoretisch. Also Hahn öffnen.
Ja. Dann lassen wir das alles mal hier rein. Fließen wollte ich sagen. Läuft da jetzt was raus? Ah, jetzt läuft Zeug raus. Okay. 17,16. Jetzt wieder nichts mehr? Was passiert denn hier? Jetzt kommt was. Okay. Keine Ahnung, wieso das jetzt so lange gedauert hat. Okay, jetzt läuft wieder was nicht. Verstehe den Prozess noch nicht so ganz. Man sieht hier, wie viel drin ist. Also es geht schon nach unten, ne? Es dauert nur ein bisschen. Das setzt sich jetzt langsam hier ab, quasi. Im kleinen Plastikfass. Wieso haben wir hier eigentlich keine Holzfässer? Sollte man nicht hier Holzfässer verwenden? Wahrscheinlich nicht für die Bierbrauerei. So, im ersten Tutorial ging das aber alles in einem Rutsch runter, ne? Okay, da gibt es noch ein paar mehr Werte. Verunreinigung 12%, wie kann das denn sein? Wo kommt denn die Verunreinigung her? 12% Verunreinigung. Naja. So, fast leer das Ganze. Der Rest wird dann dem Vagrant wieder zum Schnitzel machen geschickt. So, dann Uhrzeit runter. Einmal zumachen, den Schlauch entfernen. Deckel drauf. Deckel drauf und jetzt 21 Tage lang warten. Offenbar. 21 Tage warten. Okay, wir warten 21 Tage. Und Bier verkosten und einpacken. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert hat. So, es sieht auf alle Fälle schon mal dunkel aus, ne? So viel kann man schon sagen. Oh. Yes! Sehr gut. Extrem trüb aktuell. Malzig und süß. Dass ich kein hopfig, bitteres Bier bekomme, ist auch echt, ne? Na gut, aber wir haben ja nach Anleitung gemacht, das muss ja so sein. Alkoholgehalt 7,83%. Oh, okay. Sehr bitter, sehr schön, gut. Verunreinigung 7%. Körper ist sehr schwer. Rezeptübereinstimmung 69% steht. Ich weiß nicht, was das 69% ist. Was fehlt denn hier? Die Stammwürze passt nicht. Der Alkoholgehalt ist zu viel. Wahrscheinlich. Farbe ist auch wahrscheinlich zu dunkel. Körper mittelvoll. Alkoholgehalt ist 7,83. Ah, wir hätten maximal 7 haben dürfen nur. Okay. Stammwürze. Die Farbe ist 213. SRM. Hä? Und wir hätten nur 30 bis 40 haben dürfen. Wer hat da Fehler gemacht? Wieso habe ich hier 213? Hä? 40 plus? Was zum Henker?
Man muss da sehr genau sein, aber was hätte ich denn noch anders machen müssen? Vielleicht zu lange gekocht dann oder so, ne? Körper mittelvoll. Und wir haben sehr schwer. So, einen bestimmten Bierstil, um diese Anforderung zu erfüllen, musst du hier den Stil auswählen. Okay. Wenn du mit dem Verpacken fertig bist, kann es für einen Job einreichen oder zur Brauecke zurückkehren. American Stout war, ne? Dextrose war 4 Gramm zu viel, echt. Auf sowas muss man da aufpassen. So genau. So. Das Bier heißt Dark Passenger. In Anlehnung an Dexter. Ich habe leider nur einen Flaschentyp, wieder mal. Da würde ich jetzt das Glas sogar so lassen. Und als Etikett, was passt denn zu einem dunklen Bier hier? Der hier. Oh, der sieht gut aus hier. Das sieht ja richtig gut aus. Wobei das hier, Dark Passenger, ne? Ah, das sieht ein bisschen zu fancy aus, ne? Das ist, ich brauche was Traditionelles hier. Das sieht gut aus. Dünnpfiff als Name. Nee, passt. So, und jetzt müssen wir das Bier senden, ne? Weil wir hatten ja quasi einen Job jetzt zu erledigen. Aber wir behalten eine Flasche, die wir ausstellen können. So, Job verfolgt, dunkle Materie, Anforderungen erfüllt. Genau. Verwendet die Zutat dunkler Malzextrakt. Also die Anforderungen waren hier schon sehr, sehr, ne? Also einfach nur die Zutat verwenden und die Chargengröße ist ja eh, wir haben ja nichts anderes. Bonusanforderung SRM mindestens 20, hatten wir da nicht irgendwas mit 100 oder so? Das heißt, ich bekomme jetzt Reputation und 50 Token. So, jetzt kann sich die lokale Band hier aber so ordentlich durchballern hier. So, du hast deinen ersten Job und das Tutorial abgeschlossen. Was als nächstes kommt, das hast du selbst in der Hand. Du könntest den zweiten Job in Angriff nehmen, mit anderen Bieren experimentieren oder sogar deine Brauecke im Erstellungsmodus dekorieren. Okay, erstmal das Bier wieder platzieren. Ich hätte hier gern so eine... Kann man hier, ne, dass man das Bier so schön ausstellen kann. Das steht hier bei uns einfach nur so rum. Aber ich würde das gerne ausstellen. Was macht unser Lager jetzt eigentlich? Ah, im Lager haben wir jetzt nur den Schädelknacker drin. Okay. So, wir könnten jetzt noch den zweiten Job annehmen, oder? Offenbar, Zeit ist wahrscheinlich komplett irrelevant in Bezug auf die Jobs. Dann, wir könnten jetzt die Zitrus-Sensation noch machen. Ich hätte aber gesagt, wir gehen mal noch zur nächsten Saison und schauen mal, was es da noch für Rezepte gibt. Vielleicht gibt es da noch mal irgendwas Besonderes, was man noch machen können. Weil ich denke mal, dieses Zitrus-Ding ist ja auch wieder das Gleiche, was wir eh schon jetzt gemacht haben. So, erstmal noch aufräumen. Passt. Und dann wechseln wir mal in die nächste Saison. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, die Saison konnte man an der Tür abschließen, oder? Ja. Verlierst alle Biere, die du gerade brauchst. Das passt. Ja. So, eine neue Saison, ein neues Heft. Aha. Kannst du eins, was, das kann eins bedeuten, eine neue Ausgabe des Brauermagazins. Yes, was ist dein Lieblingsgetränk? Ich hatte schon immer eine Vorliebe für IPA und in dieser Ausgabe gibt es rein zufällig den Job, ein hopfenbetontes Bier zu brauen. Manchmal zahlt es sich aus, Redakteur zu sein. Wie wäre es, wenn du dich an einem IPA versuchen würdest? Das würde die Hopfenanforderungen des Jobs erfüllen und gleichzeitig mich glücklich machen. Zwei Wünsche mit nur einem Bier, okay.
Belohnung, was ist das hier? Eine Kühlbox, traditionell erste Maische-Bottich des Hobbybrauers. Die Isolierung hilft, die kritische Maische-Temperatur zu stabilisieren. Okay, wir gucken mal. Ein tragisch gutes Bier für eine lokale Theatergruppe. Wenn in einem Rezept kein deutscher Hopfen enthalten ist, versuche doch einfach trotzdem ihn zu verwenden. Um die Karbonisierung zu erhöhen, füge vor der letzten Konditionierungsphase noch mehr Dextrose hinzu. What? Karbonisierung liegt mindestens 2, okay. Verwende mindestens einen Hopfen aus Deutschland. Okay. Bongo Karl, Dankeschön für den 37. Monat. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Dann, oder auf den Hopfen gekommen. Zur Feier eines neuen Gemeinschaftsgartens suchen die Organisatoren ein Bier, das die Bedeutung des Hopfens beim Brauen hervorhebt. Je bitterer, umso besser. Yes. Anforderung, Chargengröße, IBU. Tja, was meint ihr denn? Hier gibt's was? Einen Magneten Garden Brews. Was meint ihr denn? Sollen wir ein tragisch gutes Bier machen oder auf den Hopfen gekommen machen? Beim auf den Hopfen gekommen gäbe es eine schöne Belohnung mit dem Magneten. Beim tragisch guten Bier würden wir halt einen Hopfen aus Deutschland verwenden. Hm. Aber beide Jobs sind unkompliziert. Nachricht hervorheben, 70-30 wird das geteilt. 70 für wen? Für Twitch oder für mich? Ich habe nur noch Zeit für ein Rezept jetzt. Okay, dann. Wir werden mal das tragisch gute Bier machen, oder? Hört sich gut an. So, nächste Seite. Weizenbier, okay. Braue ein Bier der Kategorie IPA. So, das heißt, jetzt muss ich wieder hier reingehen, muss den Job anheften, oder? Job verfolgen. Achso, wird schon verfolgt. Rezept. Oh, das gibt wieder YouTube-Claims. Das spielt im Hintergrund irgendwie so. Aber wobei, das ist wahrscheinlich gar nicht mehr rechtlich bedenklich hier, diese Musik. Sind das Bach oder Beethoven? Aber hier steht immer noch American Stout, ne? Die UI, ne? Die UI. Sie haben viele Infos, aber die müssen sie ja auch irgendwie unterbringen. Kann ich denn jetzt den Job verfolgen hier? Ich will ja nicht den Job verfolgen, ich will eigentlich das Rezept. Bis dann, Bergland, mach's gut. Dankeschön nochmal, ne? Will's ausprobieren. Oh, ich habe sogar ein großes Plastikfass jetzt. Aber das ist zu kaufen wahrscheinlich, ne? Angepinnte Rezepte. Hier steht immer noch American Stout. So, A mit O vielleicht. E, O. Mit C. Lösen steht jetzt hier. Okay, jetzt habe ich es zumindest schon mal gelöst jetzt hier. Und jetzt in Jobs. Hä? Ich weiß leider nicht mehr, wie ich das anpinnen konnte. Du hast kein Rezept angepinnt. Um ein Rezept anzupinnen, geh zum Rezeptbereich in deinem Logbuch. Im Logbuch. Im Rezeptbereich meines Logbuchs. Hier.
ist das, was ich brauche? New England IPA? Alter, die Namen, ne? Chargengröße klein, Hopfen Deutschland. Komplett lost. Komplett. IPA, Pale Ale. Es heißt IPA, ne? Das heißt, dieses New England IPA, das muss es doch sein. Hopfig. Weizenmalzextrakt. Es hat ja geheißen, wir sollen ein IPA machen, aber das steht natürlich hier nicht mit dabei. Wenn du keine Ahnung von Bier hast. Ich mache jetzt einfach mal das IPA, weil hier drin steht. Braue ein Bier der Kategorie IPA. Genau. Und ich habe ja nur eins. Also wir nehmen mal das. Wir werden das anpinnen jetzt hier. Und dann klappt das schon irgendwie. Erstmal wieder den Topf holen. So. Oh, wir müssen noch Sachen kaufen, ne? Wir müssen noch die entsprechenden Rezepte, die entsprechenden Zutaten kaufen. Das passt alles. Gärbehälter klein, Plastikfass klein. Schokolade gekauft. Kaiteriteri, okay. Huntsman Flight. North American Ale. Heller Malzextrakt. Weizen. Und Dextrose ist da. Gut. Ja, das klappt schon. Versuchen wir jetzt so genau wie möglich das zu machen. Ne? Wir brauchen jetzt 21 Liter. Wir machen das jetzt mal so genau, wie es halt mit der Steuerung möglich ist. Oh, ich kann ja auf 0 auch gehen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann den Hahn schließen. Ah, super. Okay, oder auch nicht. So, ich habe genau 21. Aber wenn ich jetzt das wegnehme. 21.03. Naja, also sobald du dann quasi aus dem Zeitmodus wieder rausgehst, dann setzt er die Zeit auch wieder auf 1. Gut. Dann nehmen wir dich mal raus. Pack dich wieder hier auf unseren relativ spärlichen Ofen hier. Malzextrakt hinzufügen. Heller Malzextrakt und Weizenmalzextrakt. Heller Malzextrakt. Wie viel war das? 3 Kilo oder was? Ja, 3 Kilo heller Malzextrakt. Und Weizen. Erstmal das rein. Ja, wir warten mal kurz. Wir packen alles gemeinsam rein. Ich wieder diesen Weizenmalzextrakt nicht habe. Weizenmalzextrakt. 600 Gramm. Amber, dunkler, heller. Ah, ich muss die Sachen abholen, oder? Ich muss die Sachen erst wieder abholen hier. Da ist die Kiste. Okay. Es sind halt die Sachen, die musst du halt echt erst irgendwie verinnerlichen, damit das irgendwie funktioniert hier. 600 Gramm Weizen
Malzextrakt. So, da muss man jetzt aufpassen, deswegen kommt das jetzt zuerst rein. 600 Gramm Weizenmalzextrakt. Da tut man sich aber schon ganz schön schwer, weil man immer nur in so Blöcken befüllen kann, ne? Bist du mit dem Mausrad halt so wirklich so ein bisschen... Ah, 598, das reicht aber. Weil wenn ich jetzt nochmal was reinhau, dann wird's zu viel. So, dann heller Malzextrakt. Da können wir alles reinschütten. Also knapp auskalkuliert, bis zum Rand, ne, wird der Topf voll gemacht. Okay. Dann Getreide zum Weichen zum Braubehälter hinzufügen. Chocolate. 100 Gramm. Chocolate. Also bisher sind wir doch auf gutem Weg, oder? Dann das Ganze reinsetzen, einschalten und bis auf 100 Grad erhitzen. Wir können ja in der Zwischenzeit schon wieder vorbereiten. Getreide zum Weichen entfernen, also Schokolade raus bei 100 Grad. Kann ich ja eigentlich den Deckel... Nee, der Deckel geht jetzt nicht mehr drauf, okay. Na gut, also wir lassen dich mal kochen. Wir brauchen 100 Grad. Es dauert schon echt lange, bis der seine 100 Grad erreicht hier. Mehrere Stunden. So, dann Schokolade raus, Hopfen hinzufügen und 50 Keiteriti, 20 Gramm. Keiteriti. Und Huntsman Flight 60 Gramm. So, 60 Gramm. Also Keiteriti für 50 Minuten und den Huntsman wieder für 10 Minuten. Guck mal auf die Uhr. 14.30 Uhr, 14.40 Uhr kommt. 14.40 Uhr kommt Huntsman raus. Da kommt Huntsman raus. Genau, Huntsman kommt raus. So, Huntsman. Raus. Und Keiteriteri kommt um 20 nach 3 raus. 50 Minuten war das, ne? Genau. Also 15.20 Uhr kommt der Kite raus.
15.20 Uhr. So, langsam. Wir brauchen irgendwie 15.20 Uhr und ich glaube 30 Sekunden oder so. Wir machen es ja genau. Ah! So, stopp. Schnell raus. Jetzt abkühlen lassen. Hopfen aus... Genau, entfernen. Würze abkühlen auf 20 Grad. Umfüllen in einen Gärbehälter. Ja, wir sind ja mittlerweile Profis. Das geht uns aktuell in Fleisch und Blut schon über. Gärbehälter öffnen. Können ja die anderen Sachen auch schon vorbereiten. Das Plastikfass. Eigentlich genau der gleiche Schritt wieder wie beim letzten Mal. Ich hätte gehofft auf ein etwas abwechslungsreicheres Rezept, aber wahrscheinlich sind wir dafür einfach noch zu dumm. Kann man denn dich nicht einfach jetzt in die Hand nehmen und irgendwo reinstellen, damit er ein bisschen schneller abkühlt? Dass er nicht mehr hier drauf steht. Probier mal bei Grants Vorschlag. Oh, okay. Also in den Kühlschrank stellen geht leider nicht. Dann stellen wir dich erstmal hierher. Dann kannst du hier schön abkühlen. Das dauert halt jetzt einen Tag. Und was wir brauchen ist Hefe. North American Ale 150. Hefe kriege ich natürlich nicht hier drin, sondern... Hefe. North American Ale 150. Mit bisschen Wasser strecken. Wir warten mal einen Tag. So. 20 Grad. Dann schön einfüllen. Gut. Dann Hefe, 150 Grad. Sind eh nur 150, achso. Na dann. Habe ich jetzt 150 Grad gesagt? Ich meinte natürlich 150 Gramm. So, dann bei 20 Grad 15 Tage lang fermentieren lassen. Dann brauchen wir noch 160 Gramm Dextrose. Aber man sieht schon, es wird schon ein bisschen schneller, ne, von der Bedienung jetzt. Also man muss das nur oft genug machen. Umfüllen dann in Konditionierungsbehälter und warten dann. Genau, das war's. Da bin ich jetzt mal gespannt hier. Das heißt, 20 Tage warten. Das ist jetzt auch 20 Grad, oder? Knapp 20 Grad. Das ist 15 Tage. Habe ich 20 Tage gesagt? Ich meinte natürlich 15 Tage. So. Das heißt, du bist fertig. Dann die Dextrose mit 160 hinzugeben. War das jetzt Dextrose? Ja. 160. Bis aufs Gramm genau hier. Meine Güte. Dann wieder verschließen. Wir brauchen noch den Schlauch. Reicht die Dextrose, um das Prickelziel zu erreichen? Was für ein Ziel? Welches Ziel? Karbonisierung. Ich wüsste jetzt aber ehrlich auch nicht, wie man die Karbonisierung jetzt macht. Mache ich das mit dem hier, mit der Dextrose?
Ich mache es mal so, wie es im Rezept steht. Bevor ich hier alles kaputt mache jetzt. Jetzt habe ich hier 160 Gramm genau erreicht. Steht bei Tipps. Moment. Tipps. Füge vor der letzten Konditionierungsphase noch mehr Dextrose hinzu. Aber die Frage ist, wie viel? Wie viel soll man denn noch hinzufügen? Jetzt habe ich hier genau das erwischt, ne? Soll ich nochmal ein bisschen was nachgießen? Oh. Aber auf eure Verantwortung, ne? So. Wahrscheinlich war das jetzt das, was das Fass zum Überlauf gebracht hat. Ja, das mit dem Hopfen ist ja egal. Das macht ja nichts. Dann umfüllen. Schlauch anschließen. So. Dann öffnen. Und 21 Tage lang wieder konditionieren. So, fertig. Schlauch entfernen. Dann verschließen. Und dann warten wir mal 21 Tage. Gut, auf dass wir hier ein schönes IPA gemacht haben. Müsste es nicht hell sein, eigentlich? Hätte das nicht hell sein sollen? Oder täuscht mich das? Oh, was ist denn schlecht? Eine schlechte Aromanote. Alkoholgehalt 8,63. Was zum Henker hier? Okay. Irgendwas hat nicht gestimmt. Irgendwas hat hier nicht gestimmt hier. New England IPA, aber hier 59%. Das ist, also ich glaube, die 59% heißt quasi, wie genau, ne? Ja. Stammwürze, Reststammwürze, aber was habe ich denn falsch gemacht, außer diese Karbonisierung? Hat die mir alles kaputt gemacht, vielleicht? Kann das sein, dass mir hier dieses Dings hier am Schluss alles kaputt gemacht hat? Ich schieb's einfach mal darauf. So, New IPA. Mal gucken, ob ich trotzdem irgendwas dafür bekomme. Ja, nenn dich mal Narrow IPA, weil wir nicht ganz dran waren. Keine Ahnung, welches Glas nimmt man dafür? Die Tulpe? Ich habe mich 100% an das Rezept gehalten, bis auf dieses eine. Da kam ja der Tipp von euch, ne? Von Kadam. Also letztendlich war es Kadam, der es hier vermasselt hat. So, da wird ein generisches Etikett wird hier verwendet. Für ein generisches Bier, das leider nicht wahrscheinlich alle Anforderungen erfüllt. Moment, ich erfülle jetzt die Anforderungen vom anderen Rezept. Eigentlich... Das hier wäre eigentlich das gewesen, was wir machen wollten. Da erfüllen wir die Anforderungen nicht. Ach so, wir mussten einen Hopfen aus Deutschland verwenden. Ach so, das wusste ich natürlich jetzt nicht. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre optional. Aber wir haben jetzt den anderen Job geschafft. Ja, dann. Okay, wir bekommen 25 Biertoken. Und einen Magneten.
Ist aber schön, dass du das dann auch abschließen kannst noch, ne? So, wir müssen den Magnet-Dings, den müssen wir natürlich jetzt irgendwo ranbringen hier. Wo ist denn mein Magnet? Muss man sich den abholen? Ich würde den gern herausnehmen. Wir gehen mal in den Gestaltungsmodus. Ich kann leider meinen hart verdienten Magneten nicht nehmen. Lagern. Okay, man muss hier unten klicken, dann klappt das auch. Da ist er. Yes! Wunderbar. Einfach auf gut Glück ein Bier brauen und dann schauen, zu welchem Job es passt. So hat sich das jetzt auch ein bisschen angefühlt, ehrlicherweise. Na gut, also wir haben unsere Plakette hier bekommen. Wir haben jetzt schön Bier gebraut. Ich würde mal sagen, das war es erstmal mit diesem Angespielt. Von den YouTube-Zuschauern verabschiede ich mich schon mal. Vielleicht noch ein kurzes Fazit, bevor wir die Verabschiedung machen. Kurzes Fazit zum Spiel. Es geht komplett in die andere Richtung wie der Cooking Simulator, auch wenn sich die Bedienung ähnlich anfühlt. Aber hier musst du halt offenbar wirklich auch aufpassen, was du machst. Und beim Cooking Simulator, da ist, mein Gott, dann fällt halt mal das Fleisch auf den Boden oder so. Ist nicht schön, aber du kannst trotzdem noch schön weiterspielen. Und hier ist schon auch ein bisschen Wissen erforderlich. Finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, dass hier auch Wert gelegt wird auf, sag mal in Anführungsstrichen, Realismus. Es ist natürlich alles sehr vereinfacht. Aber trotzdem, gerade so für so Leute wie mich, die jetzt mit dem Bierbrauen eigentlich gar nichts zu tun haben, auch mal ein schöner Einblick, wie denn sowas überhaupt funktionieren kann. Weil ne, man bekommt ja immer das fertig gebraute Bier vorgesetzt. Aber wie es letztendlich dann gemacht wird, wie viele Tage dann hier für die Produktion eingesetzt werden, das siehst du halt jetzt hier eigentlich ganz schön, auch natürlich, wenn es sehr vereinfacht ist. Die UI könnte ein bisschen einfacher sein, mit der hatte ich dann doch ein bisschen zu strugglen, das war nicht immer ganz einfach. Wenn du es mal weißt, dann geht das schon, dann kommst du schon zurecht, aber das hätte man bestimmt noch ein bisschen schöner gestalten können. Und ansonsten, aber sonst Bedienung und so weiter passt. Grafik zweckmäßig würde ich mal sagen, auch Musik oder die Soundeffekte ganz okay, auch wenn die ein bisschen leise sind, da muss ich mal gucken, ob ich die nachträglich noch ein bisschen lauter mache dann für das VOD. Aber ansonsten ein schönes Spiel, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo, einen Kommentar wäre super, würde mich sehr freuen, damit das Video auch ein bisschen nach vorne kommt. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Angespielt-Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.